Weiter geht's, neue Folge X3 Farnhams Legacy, wie immer mit mir, dem PP. Wir hatten gerade schon ins Hauptquartier kurz reingeguckt bei Twitch. Wir haben nicht mehr viel. Also es wird in der Folge nichts mehr. 2 Stunden 41 sind noch auf der Uhr. Wir haben 39% schon geschafft. Also wir haben schon ein gutes Stückchen bekommen, muss man sagen. Wir kriegen jetzt auch noch ein gutes Stück hin in der Folge. Mal gucken, wie lange ich wieder im Sinsa unterwegs bin. Bei der Gelegenheit schaue ich mal, wo sich der Affe jetzt rum. Ah, er entlädt das Bogas. Okay, das heißt, hier geht's jetzt endlich los. Ah, der hat auch gleich voll gemacht. Das ist doch schön. Hat sich der Flug wenigstens gelohnt. Dann kann jetzt das Bofu-Labor endlich seinen Dienst aufnehmen. Kann produzieren, bis es kaputt geht. Und bringt hoffentlich einen Haufen Geld ein. Ich lasse mich überraschen. So. Gut, ja. Achtung, heute Geld findet verdienen. in der Spielzeugabteilung auf Ebene Zeit rumbringen. 5 ein Sonderverkauf statt. Kriegen wir hin. Arenin wollten wir vorbeigucken. Damit wir bei denen auch mal wieder ein bisschen gut Wetter machen können. Sprungantrieb wird geladen. Denn 10%, unser 20. Rang ist da jetzt gerade nicht mehr der beste. Und stell doch bei den Fabriken die Einkaufsverkaufsreichweite ein. Daraus ergibt sich doch die Sprungreserve. Etwas mehr einplanen wegen Notsprung oder sie stranden dann gegebenenfalls. Ja. So könnte man das auch machen. Das wäre die einfache Variante. Die schwierige und weniger effizientere ist meine. Jetzt könnt ihr euch alle raussuchen, welche die bessere ist. Ich werde bei Gelegenheit mal drüber gehen. Du hast vollkommen recht. Ich denke einfach so oft zu kompliziert. Chroma, hi, schön, dass du es noch geschafft Sie hast. sprechen mit Freut mich. Sie sprechen mit dem Übermittle jetzt die Information. Ja, letzte Folge hast du noch geschafft. Heute mache ich vermutlich nur noch eine, außer ich bin richtig gut drauf und mache nur eine zweite, aber vermutlich mache ich nur noch eine. Du hast den Tag verschlafen. Na gut, wenn man nachts arbeitet, kommt das oft mal vor. Raketenfabrik Morgenstern, Alpha. Wie geht's deinem Fuß? Ich hoffe, alles in Ordnung. Du bist noch im Sie sprechen Krankenhaus. mit dem Okay. Autoriker. Also nicht alles in Ordnung oder Routine. Wir fliegen einfach mal hier in den Süden. Gucken, ob es da bessere Aufträge gibt. Hier gab es gerade nichts. Du bist noch 2 Wochen drin, bis das richtig verheilt ist. Okay. Imperators Graben. Dauert das so lang? Produktionskomplex. Schwarmraketen. Alpha. Na, wir haben mittlerweile ein bisschen was geschafft. Der Bau des transorbitalen Beschleuniger läuft. Sie sprechen Ja, mit dem ja. Auto. Du machen wollen. Der Terraner-Plot ruft. Ich höre ihn schon. Ich höre ihn schon ganz laut hier auf diesem Ohr. Auf dem noch nicht ganz so laut, weil so laut ist er noch nicht, aber hier höre ich es schon. Und ich plage mich immer noch mit einer Erkältung um. Also für alle, die es bei YouTube angucken, ich hoffe, zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht, habe ich diese scheiß Erkältung nicht mehr. Also Moment, ich habe die Erkältung, habe ich ja auch nicht mehr. Ich habe nur noch den Husten, aber ich hoffe, dass ich zu diesem Zeitpunkt den Husten noch nicht mehr habe, weil dann wäre es echt bedenkenswert. Dann hätte ich es sehr, sehr lange. Nur mal so nebenbei eingeworfen. Ihr wisst ja, ich nehme immer mehrere Folgen hintereinander auf und ich habe den Husten immer noch im Vergleich zur ersten Folge, wo ich heute aufgenommen habe. Ah ja, danke dir, Chromo, danke. Sehr nett. Erreiche Reich des Pontifex. Dass du daran gedacht hast, freut mich. Danke dir. Erzmine M. Gamma. Ich meine, ich hatte es ja geschrieben, aber trotzdem. Oder gesagt? Ne, ich hatte es gesagt, genau. Sie Ach sprechen egal. mit dem Du hast daran gedacht, das finde ich Autoriker. sehr nett, freut mich. So, Antriebselemente. Oh, 6,5 Millionen. Das machen wir.
Imperators Graben, Paranit, Handelsdock. Südtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Erreiche Imperators Graben. So, schnell andocken. Tor, Priesters Gnade. Paranit, Handelsdock. So. Ja, und, ah, du hast kein Discord drauf. Ja, okay, das ist schade. Da hatte ich auch, zumindest während meinem Urlaub, nur mal kurz einen Urlaubsgruß rübergeschickt, ein Bild aus, Bild reingestellt. Mehr habe ich da auch nicht geschrieben. Also hast du zumindest da nicht so viel verpasst. Moment, wo muss ich überhaupt hin? Ich laber schon wieder so viel. Erzmine M. Gamma. Die ist wo? Erzmine M. Gamma. Die ist hier. Dann ist das Nordtor doch noch das Beste von allem. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30. Erreiche Reich des Pontifex. Ja, ich habe den Urlaub genossen, danke. Konnte mich auch zumindest mental erholen. Wie gesagt, wir haben ein paar Wanderungen gemacht. Ein paar Bergtouren, Gipfel mitgenommen. Und da meine Kleine ja jetzt noch nicht in der Lage ist, selber zu laufen, habe ich die natürlich auf dem Rücken gehabt. Und das ist dann schon ein bisschen anstrengend. Deswegen habe ich mich jetzt körperlich nicht so ganz erholt, abgesehen davon, dass ich auch noch den Schnupfen hatte und meine Kleine dann auch noch Fieber bekommen hatte. Aber insgesamt war es dann, das war nur ein, zwei Tage. Ich habe den Husten seit jetzt mittlerweile einer Woche mit mir rum, aber das ist nicht so dramatisch. Ist einfach nur nervig. Manchmal kann man nachts nicht schlafen. Ich meine, ihr hattet alle schon Husten. Ihr wisst, wovon ich rede. Wenn man so einen dämlichen Husten hat, wo man ständig husten muss und es einem sonst gut geht. Deswegen brauche ich da nicht jetzt großartig reden. Also ich habe mich mal im Urlaub erholt. Zumindest mental. Körperlich jetzt nicht so. Ich habe immer noch Muskelkater. Sind da erst seit gestern zurück. Aber hat schon Spaß gemacht. Und immer wieder gerne. Ich fahre sehr gerne in die Berge. Ich finde das einfach richtig schön. Landschaft. Einfach nur, wenn man dann... Man muss nicht immer hier 8 Stunden Gipfel hochlaufen. Gipfel ist immer schön, aber man kann auch bloß 2 Stunden hochlaufen, die andere Strecke mit der Gondel hochfahren. Ich bin jetzt keiner, der zum Gipfel hochfährt und dann sagt, hier, ich habe einen Gipfel bestiegen, habe aber nur 2 Minuten Fußweg von der Gondel zum Gipfelkreuz gehabt. Das zählt nicht. Aber man kann ja zum Beispiel zu so einer Mittelstation fahren und von dort aus dann nach oben. Sowas zählt bei mir auch. Man muss nicht immer von ganz unten laufen, aber einfach die Ausblick, wenn man dann oben steht und einfach in die Berge reinschaut, finde ich klasse, mache ich immer wieder gerne. Gut, zurück zum Spiel. Kleiner Exkurs in meine Urlaubsvorlieben. 27,1 Millionen, wunderbar. Wir haben bei den Paraniden auch wieder schön gut Wetter gemacht. Das ist schön. Gut, wo ist er? Okay, ich dock dich mal schon mal ab. Auch wenn wir erst in der Kammer Alpha Gamma sind. Genau, damit ich dich auch nachher demontieren kann. Ich habe es endlich geschafft, den Alex abzuholen. Habe ich gerade eben geschafft. Hat lange gedauert. Wir waren gerade in der Nähe. So, Mammut. Du bist in Jins Flucht. Das heißt, du hast hier noch 2 Sektoren vor dir. Das mit der Energiezellenversorgung hier beim Mammut funktioniert auch nicht so, wie es soll. Er ist irgendwie so bis Familie Tigre ist er gesprungen von Wolkenbasis aus und seitdem fliegt er, weil er nicht genügend Energiezellen an Bord hatte. Aber da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Genau, was wir noch gemacht haben, ich bringe die nur kurz auf Stand, dann machen wir weiter. Ich habe das Bofu Chemielabor versetzt. Wir haben rausgefunden, wie das funktioniert. Der Mammut braucht dafür eine Transportdrohne. Sonst macht er das nicht. Zumindest macht er das nicht, wenn das Lager nicht leer ist von der entsprechenden Station. Das Problem ist, ich hatte im Bofu Chemielabor ungefähr 8000 Energiezellen drin und gut 20 Bofu, das ist egal gewesen. Und dann kam die Meldung, er macht es nicht, weil er keine Frachtdrohne hatte. Dann habe ich ihm 12 Frachtdrohnen ran, habe ich vermute eine reicht, habe ich ihm die gegeben.
Dann hat er, habe ich den Befehl wieder ausgeführt, dann hat er es gemacht, dann hat er diese ganze Station eingeladen, also einfach hingeflogen, eingeladen. Es war nur die gesamte Ladung war weg. Also die 8000 Energiezellen sind verbrannt. Das heißt, wenn man das nicht möchte, muss man das manuell leerräumen. Ansonsten schickt man einfach den Mammut hin. Der muss aber, wie gesagt, eine Frachtdrohne an Bord haben, damit er diesen Befehl ausführen kann, wenn die Station nicht leer ist. Dann haben wir die gepackt, haben wir sie versetzt. Hier, Elenas Glück Beta habe ich sie reingesetzt und hoffe mal, dass sie hier jetzt ein bisschen besser funktioniert. Lass uns überraschen. Nee, der Mammut wird nicht mit E-Zellen versorgt. Das ist ja genau das. Oder zumindest bekommt er nicht genügend. Also ich habe ihn runtergeschickt zur Familie Nie. Er hat keine Energiezellen mehr an Bord. 12 Stück halt noch. Das ist halt übrig geblieben vom Sprung. Und die feige Frachter. Na, sorry, wo waren wir? Ja. Achtung, der Die Sektorrundflug tun einfach mit der nichts. Flugnummer 013 startet in 10 Misuras. Die Ich machen wiederhole, einfach der nichts. Sektorrundflug mit der Flugnummer 013 Ich weiß nicht, ob startet die in erst 10 Misuras. ausschwärmen, wenn er keinen Befehl mehr hat. Ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. Auf jeden Fall, wie gesagt, der soll zur Familie Nie. Da fliegt er jetzt gerade manuell rüber, weil er keine E-Zellen mehr hatte und nicht bis hierher springen konnte, sondern nur bis, glaube ich, Familie Tückre. Obwohl Software, alles drin. Ich meine, war der dabei, ist alles ausgerüstet. Alles drin. Kommando hier, Träger, Trägerverwaltung. Der feige Frachter ist der Versorger. Der feige Frachter selber hat nur ein 5-Megajoule-Schild drin. Ist ein bisschen dünn. Das ist ein bisschen dünn. Aber das nur nebenbei. Hier. Versorgungssoftware. Ist drin. Weiß nicht, woran es liegt. Weiß nicht, warum der nicht. Warum hat der nur ein 5-Megajoule-Schild? Der auch. Bisschen dünn. Müssen wir mal bei Gelegenheit mal ändern. Also, ich kann sie nicht sagen. Ach, ich hatte keine anderen Schilde zu dem Zeitpunkt. Ah ja, okay. Jetzt habe ich's. Aber egal, ja. Gut, das ist ja nicht das Problem an der Sache. Hier Waren. Ich kann nicht mehr wie 160 da, hinzufügen. Das geht nicht. Zusätzlicher Nachschub. Mitgeführte Treibstoffreserve. 160 Energiezellen in Sprüngen. Alles eingestellt. Sollte theoretisch funktionieren. Meine, ich kann ja. Weiß nicht, ob ich dem hier jetzt noch. Der hat kein Kommando. Muss ich dem vielleicht noch ein Sehr geehrte Kommando geben? Besucher, wir haben derzeit Schwankungen in unserem Energiesystem. Wir bitten Sie, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Muss ich dem hier vielleicht noch Energiezellen hinzufügen? Geht aber auch bloß bis zusätzliche Schiffskommandos. Kann ich nichts machen. Macht das hier auch mal Ware hinzufügen, Energiezellen noch. Vielleicht bringt das was. Warum ich so viele als Feind eingestellt habe. Ich habe doch nur die Xenon und die Terraner als Feind. Hatte ich mehr als Feind? Nö. Bei dem vielleicht? Nee, stark im Arm, klar, die sind aber auch feindlich. Terraner und Xenon. Ja, das über die Handelssoftware. Nee, manueller Kauf.
Spezialer Handelsbefehl. Vorsicht auf dem Flugdeck, ein Schiff landet. Spezial? Nee, da war ja nur die Station einpacken. Tanke Schiffe. Versorge Schiffe. Nee. Also das wäre ja der Befehl für den selber. Ja, kaufe Ware, wenn, ja, aber. Nee, also ich weiß nicht, wo man da noch was anderes einstellen könnte. Hier zusätzliche Schiffskommandos geht nichts. Als Heimatstation haben die eine Mammut drin, ja. Ich kontrolliere es nochmal kurz, aber ich bin mir ziemlich sicher. Nee, das kann man gar nicht einstellen. Weil die ja über die Trägerkommandosoftware der Stadt dem Mammut zugeordnet werden. Ja, von dem her, hier sind alle. Diese Vs bedeuten ja, sie sind dem zugeordnet. Und haben irgendeinen Befehl. Aber hier, sie haben kein Kommando. Alle drei nicht. Gut, die ja sowieso nicht, die sind ja nur zur Verteidigung da. Aber die beiden haben auch kein Kommando. Weil sie vom Mammut kein Kommando bekommen. Weil der Mammut momentan fliegt. Vielleicht machen die das nur, wenn der. Moment. Kommando akzeptiert. So, jetzt habe ich den Mammut mal angehalten in einem Sektor, wo ein Sonnenkraftwerk Achtung, steht. Heute findet in der Ausrüstungsabteilung auf Ebene 4 ein Sonderverkauf statt. Jetzt müsste rein theoretisch, müsste der jetzt losfliegen und Energiezellen kaufen, aber das tut er nicht. Und der auch, die bekommen keine Befehle. Ich meine, das ist ein bisschen scheiße, so auf Deutsch zu sagen. Nochmal kaufe Ware. So. Spätestens jetzt sollte jemand losfliegen. Tun sie aber trotzdem nicht. Energiezellen wären da. Der lässt sie nicht mal abdocken, ne? Gar nichts passiert hier. Hier, Trägerverwaltung. Ich meine, ich könnte den. Ja, gut, ich könnte den als Käufer einsetzen. Mal gucken, ob er jetzt losfliegt. Achtung, Sicherheitsdienst. Wir haben einen 5, 3, 7 in Korridor 7. Er kommt kein Kommando. Sektion 2. Vielleicht muss der. Ich mach's nochmal. Energiezellen. Wir machen jetzt mal nur 300, um das zu testen. Nee, nicht mal, wenn es auch auf Käufer steht, macht das nicht. Andockerlaubnis erteilt. Komisch,
Jetzt habe ich ihn von Versorger auf Käufer umgestellt. Ich lasse das mal so, weil das scheint ja so oder so nicht zu funktionieren. Ja, wir schauen mal. Du machst dich mal einfach rumschlau. Das wäre sehr nett, wenn du da was rausfindest. Das wäre echt cool. So, und bei dir wäre es cool, wenn du dich mal reparieren würdest. Wissen du? Das Glück Beta. Und über die Trägerkommando-Software geht auch nichts. Können die Schiffe vor Ort zurückrufen? Ja, toll. Jäger zum Angriff starten. Verwaltete Schiffe abholen. Beschädigte Schiffe in Schiffswerft reparieren. Nee. Ja, keine Ahnung jetzt. Vorsicht auf dem Flugdeck, ein Schiff landet. Vielleicht weiß bei YouTube jemand Bescheid. Haut's in die Kommentare rein. Würde mich schon mal interessieren, wenn wir das zum Laufen kriegen. Irgendwie wird's ja bestimmt funktionieren. Denn die Trägerkommandosoftware, die gibt es ja nicht erst hier seit Farnhams Legacy, die gibt es ja schon länger. Das heißt, die sollte ja irgendwie auch funktionieren. Schauen wir mal. So, wir sind jetzt schon ewig hier angedockt. Deswegen kontrollieren wir. Bofu, Chemielabor läuft. Schildkomplex läuft nach wie vor. Kohle wirft er natürlich nicht groß ab, aber das habe ich auch nicht erwartet. So, der ist mittlerweile bei 8. Alles klar, dann werden wir den jetzt, wenn er nicht gerade am Verkaufen ist, auf den Unihändler. In Bereitschaft. Okay, der hat nichts mehr zu handeln. Kommando akzeptiert. Viel Spaß beim Unihändeln. Und wir Autopilot machen jetzt deaktiviert. auch noch ein bisschen was. So. Sie sprechen mit dem Auto. Was? Gerade noch alle benötigten Informationen werden gerade übermittelt. Während der Reise. Mama, mach mal, mach mal. Sie sprechen mit. Was ihr für die niedere Kreatur? Oh, mach mal auch. Gibt einen Agenten. Zwei Verteidigungsmissionen. Werden wir noch ein bisschen was zu ballern haben. Das passt dann hoffentlich noch in die Folge rein. Dann haben wir einen schönen Abschluss heute. So, Jungs, wo kommt ihr? Ich warte auf euch. Da. Oh, schon wieder ein Dicker. Was haben wir denn da Schönes? Ein Adler vermutlich. Pirat, Und Zentaur. ein Zentaur. Was hast du als Freunde dabei? Hier oben ein paar M5er. Schade, fällt nichts für mich Pirat, ab. Parier, Angreifer. So, Blackjack schreibt auch, nun in Feuer. dass bei ihm die Software nicht funktioniert hat. Und dass er im Forum auch nicht direkt was gefunden hat und er auch für eine Lösung dankbar ist. Also alle, die eine Lösung haben, her damit. Es gibt mehrere Leute, die sich drauf freuen. Warum ist der schon 6 Kilometer weg? Warum ist er schon so weit weggeflogen? Frechheit. Der ist so schnell. Jetzt aber. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Auch noch vorbeigeschossen. Pirat, Harrier, Aufklärer. So. Nächster bitte. Sind es wahrscheinlich die M5 von beiden Aufträgen, die mir hier Ziel ist nun in Feuerreichweite. Vor die Kanzel kommen.
Artus Graben. Oh, ein M4 ist auch noch dabei. Pirat Bussard. Ziel ist nun im Feuer. Die Frage, wollte der gerade sagen, dies dein Schiff? Pirat Centaur. Möglich. So, lieber Centaur. In Feuerreichweite. Ah, verdammt! Schweinepriester. Der hat eine Projektilkanone. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Dieser Schweinepriester macht mir meinen Starrunner kaputt. Ich werde ihre jämmerliche Existenz beenden. So eine kleine Ratte hier. Ja, und ich deine. Hoffentlich bevor zu viel von meiner Hülle beschädigt ist. Ich muss nur weit genug wegbleiben, denn die Projektilkanone hat ja nicht ganz so viel Reichweite. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ziel verlässt Feuerreichweite. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ich werde ihre jämmerliche Existenz beenden. So. 6% verloren. Ich habe eine Sache zu unserer Zufriedenheit erledigt. Eine hervorragende Arbeit, könnte man sagen. Die Entlohnung wird in Kürze eingehen. Sie haben an Ansehen gewonnen. Sehr schön. So, jetzt der nächste. Okay, das sind nur M3s und M4. Okay. Das ist nicht ganz so schwer. Pirat Bussard. Wobei das ja jetzt gar nicht wirklich schwer war. Aber das geht dann auch ein bisschen schneller. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Vielleicht fällt dir auch was dabei ab. Vielleicht steigt dir einer aus. Ohne dass meine Geschützkanzel dann wieder automatisch drauf feuert. Sie wollen einen Kampf. Den können Sie haben. Pirat Nova. Als lieber sterbe ich. Ziel ist nun in Ich habe dich gewarnt. Na komm schon. Als lieber sterbe ich. Ach Mann. Warum wollen die nie aussteigen bei mir? Also nie ist ja mal wieder übertrieben, aber warum wollen die so selten aussteigen bei mir? Der nächste, vielleicht ja du. Der will auch nicht aussteigen. Ja gut, die M4er, die steigen eh nicht aus. Die sind zu schnell kaputt. Aber gut, dann haben wir halt Pech gehabt. Hatte die Hoffnung, dass noch ein M3 oder sowas davon dabei rausspringt. Ziel ist nun in Feuer. Jetzt schlage ich zurück. Du bist tot. Bis der seinen Satz beendet hat, war sein Schiff schon so gut wie tot. Okay, ein M3 ist da drüben noch übrig. Vielleicht haben wir noch Glück. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Wir werden ihr Ableben sehr bedürfen. Der Messer nimmt uns auf. So, dann der letzte. Na ja, wenigstens haben wir einen Agenten. Meinst du, das hat sich rumgesprochen?
Er hat es nur nicht gehört. Kommando akzeptiert. Der hat nichts gehört davon. Alle guten Dinge sind die letzten, oder wie heißt das Sprichwort so ähnlich? Wenigstens einer hat noch aufgegeben. Mal gucken, wie viel er bezahlt. Das ist der zweite, der heute aufgibt. Der erste hat knapp 800.000 gezahlt. Frachtraum enthält nun so. Passagier. So, dann sammeln wir den Noten. Aufklärer. Sind auch immer die Nova-Aufklärer, die so schlecht sind. Und ausgerechnet, die steigen auch immer aus. Es kann nicht mal einer aus einem normalen Nova aussteigen. Ich meine, es war eine normale Nova dabei. Aber die Aufklärer hier, die haben doch auch nur 25er-Schilde. Also ein 25er-Slot. Das ist doch kacke. Ich meine, besser als nix, aber... Nova, Aufklärer. Naja. Die guten M3s, die lassen sich lieber zerstören, anstatt dass sie die Schiffe übergeben. Und die schlechten, die steigen lieber aus. Weil sie wahrscheinlich wissen, dass ihre Schiffe kacke sind. So. Springlassen. Andockerlaubnis verweigert. Ja, andocken. Ich will doch nicht andocken. Ich will einsteigen. So. So, Nova Aufklärer. Moment. Nix Nova Aufklärer. Boa. Ich habe nämlich dazugelernt. Ich rufe jetzt jedes Mal meine Boa. So, dann sind wir nämlich jetzt auch schon am Ende. Dann werden wir jetzt noch speichern, noch ein, zwei Einstellungen machen. Erstmal speichern. So, und zwar, wo dockt man an? Wir sind hier doch direkt in der Nähe von so einem... Siliziummine, L-Beta. Von so einer Siliziummine, genau. Da speichern wir mal. Ich sehe das gerade zum ersten Mal. Im Namen des Priesterimperators Xar heißt unser Priesterherzog alle Freunde an Bord willkommen. Verbindung zum örtlichen Handel. Ist das hier hergestellt? So eine Art Easter Egg oder was, oder wie man es auch bezeichnen möchte. Das sind ja vermutlich keine chinesischen, sondern sind wahrscheinlich japanische Schriftzeichen, weil japanische Sprache im X3-Universum und so weiter. Aber wir sind hier trotz allem nicht auf einer Argonis-Station. Warum sind denn hier solche Schriftzeichen? Weiß das jemand? Achtung, heute findet in der... Okay, ist tatsächlich so ein Easter Egg, okay. Fällt mir auch zum ersten Mal so bewusst auf. So, jetzt aber. Jetzt machen wir noch die letzten Sachen kurz fertig. So, das LX. Das wird man demontieren, denn das haben wir ja noch nicht. Demontieren. Wunderbar. So, Raijin haben wir schon demontiert. Hier habe ich noch zwei Nova-Aufklärer rumhängen. Gut. Boa müsste doch schon da sein. Boa ist da. Fliegt mitten in einen Schwarm stark im Arm hinein. Okay, sie fliegen vorbei. So, du dockst dann bitte an der Boa an. Wie schnell ist der eigentlich? 152, okay. Gut, dann ist das erledigt. Dann sage ich an der Stelle, wie immer, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut.